Was ist arbeitsmedizinische Psychologie? Die arbeitsmedizinische Psychologie ist eine spezielle Disziplin im Bereich der Psychologie, die darauf abzielt, ein gesundes Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter zu schaffen. Die arbeitspsychologische Arbeitsphase, die Humanpsychologie mit arbeitsmedizinischen Wissenschaften verbindet, trägt zur körperlichen Sicherheit eines Arbeiters bei und schafft gleichzeitig Arbeitsumgebungen, die eine starke psychische und psychische Gesundheit unterstützen. Es ist bekannt, dass beruflicher Stress die Moral der Mitarbeiter negativ beeinflusst und sich gleichzeitig negativ auf das Unternehmensergebnis auswirkt. Personen, die sich auf arbeitsmedizinische Psychologie spezialisiert haben, werden daher häufig konsultiert, um den Stress der Mitarbeiter zu verringern und gleichzeitig die Häufigkeit von Krankheitstagen der Mitarbeiter oder die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein Unternehmen aufgrund eines ungesunden Arbeitsumfelds Mitarbeiter verliert. Psychologen, die in arbeitsmedizinischer Psychologie ausgebildet sind, kennen die Dynamik menschlichen Verhaltens am Arbeitsplatz als Fachrichtung. Einige Probleme, die häufig in einem Arbeitsumfeld auftreten, wie Mobbing am Arbeitsplatz, Stress am Arbeitsplatz und Aggressionen am Arbeitsplatz, können durch Konsultation eines Arbeitspsychologen vermieden werden, bevor Probleme auftreten. In solchen Situationen kann ein Fachmann jedoch auch hilfreich sein, um festzustellen, welche Stressfaktoren am Arbeitsplatz möglicherweise zu Konflikten zwischen Arbeitnehmern geführt haben. Neben der direkten Beratung durch einen OHP-Experten stehen zahlreiche Bücher und Seminare zur Verfügung, die Unternehmen bei der Schaffung eines besseren Arbeitsumfelds unterstützen. Viele Unternehmen nutzen das Wissen aus jahrelanger praktischer Forschung in der betrieblichen Gesundheitspsychologie bewusst, um ein neues Arbeitsumfeld zu schaffen, das nicht nur hochwertige Mitarbeiter anzieht, sondern auch dazu beiträgt, die Gesamtproduktivität am Arbeitsplatz zu verbessern? Einige der Möglichkeiten, auf denen diese Informationen in einen Arbeitsplatz integriert werden können, umfassen vor Ort Kindertagesstätten für Kinder, bunte Pausenräume für Arbeitnehmer, Fitnesseinrichtungen vor Ort, Freizeitaktivitäten in der Gruppe und können sogar Mechanismen enthalten, die Mitarbeiter ermöglichen Teilzeit-Telearbeit. Untersuchungen haben ergeben, dass das Angebot dieser Vorteile für Arbeitnehmer den Mitarbeitern hilft, eine angenehme Work-Life-Balance zu finden, den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren und gleichzeitig die Loyalität, Bindung und Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern? Die arbeitsmedizinische Psychologie ist auch bei der Entwicklung von Standardarbeitsanweisungen hilfreich. Regeln in Bezug auf Arbeitssicherheit, Ergonomie, Organisation und Ethik werden häufig in Absprache mit OHP-Fachleuten oder schriftlichen Leitfäden entwickelt, die sich mit diesen Themen befassen. Über den Arbeitsplatz hinaus hat sich die arbeitspsychologische Arbeitspraxis bei der Ausarbeitung von Gesetzen im Zusammenhang mit Themen wie Mobbing am Arbeitsplatz und der Entwicklung von Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz als hilfreich erwiesen.